eine Woche mit Essen versorgt für unter 20 Euro in unter 20 Minuten. So geht's. Dafür braucht ihr gar nicht mal so viele verschiedene Zutaten. Erstmal der Grundbaustoff Nudeln und Reis. Während die Kohlenhydratquelle kocht, können wir schon mal die Proteinquelle zubereiten. Natürlich könnt ihr auch genauso gut vegetarische Varianten nutzen. Zwischendurch natürlich der klassische Formcheck. Nachdem alles zubereitet ist, könnt ihr es dann noch schnell umfüllen. Jetzt bereiten wir die individuellen Gerichte vor, damit wir auch nicht jeden Tag das gleiche essen müssen. Jetzt nur noch die Herdplatten aufdrehen und das Ganze gut werden lassen. Alle Gerichte sind fertig und jetzt können wir nach Belieben die verschiedenen Kohlenhydrat- und Proteinquellen aufeinander aufteilen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel Bock auf Tomatensoße, Nudeln mit Verdure und Chicken. Jetzt noch nach Belieben Reis und Nudeln verteilen? Die meisten Tiefkühltüten besitzen so viel Soße, dass ihr einfach problemlos noch mehr Nudeln da reinklatschen könnt. Dann nur noch abfüllen. So sieht das Ganze dann aus. 5 Dosen für 5 Arbeits- oder Schultage und so seid ihr optimal mit Essen versorgt. Für mehr Tipps folgt gerne rein.